Bevor wir mit der Arbeit beginnen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Einstellungen. Über Excel-Einstellungen hast du wie üblich bei Microsoft-Programmen diese Übersicht. Bei Allgemein kannst du die wichtigsten Einstellungen, die das ganze Programm betreffen, noch anpassen. Ich empfehle dir da eher eine kleinere Schrift zu nehmen. 10 Punkte reicht bei weitem. Über alle Anzeigen oder diesen Pfeil kommen wir wieder zur Übersicht. Dann kannst du die Ansicht des Programms und das Menüband noch anpassen, falls du häufig Befehle brauchst, die im Moment nicht vorhanden sind. Ja, am besten klickst du dich da ein bisschen durch und schaust alles noch an. Einzig das hier empfehle ich dir gleich zu Beginn zu machen, diese Autokorrektur. Da nehme ich jeweils alles raus. Außer die Internetlinks können wir im Moment noch lassen. Da sind wir allenfalls noch froh, wenn wir die in der Liste automatisch haben. Ja, und im Prinzip sind wir hier nun gerüstet. Ich werde hier darauf aufmerksam gemacht, dass diese Änderung der Standardschrift erst beim nächsten Programmstart übernommen wird. Das ist okay. Und unter Hilfe findest du viele weitere Tipps, die hilfreich sind. Es werden dir die neuen Funktionen angezeigt und du kommst zu Links. Hier sind auch gerade ein paar Themen aufgelistet, die dir allenfalls helfen können. Praktisch ist dieser Schnellstartleitfaden, der sich runterladen lässt für alle Office-Programme, und hier bei diesen Excel 2016 Grundlagen, die werden runtergeladen und komischerweise in einem ganz merkwürdigen Format. Wenn ihr da drauf gehen, siehst du, wird noch eine Endung HTML hinzugefügt, die musst du löschen, damit es eine ZIP-Datei wird, und wenn du die entpackst, hast du eine schöne Einführung als PowerPoint bzw. als PDF mit vielen weiteren Tipps und Links.